Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Show. Heute möchte ich euch Oil Imperium zeigen. Ein Spiel von Reliant aus dem Jahre 1989. Es handelt sich hierbei um eine Wirtschaftssimulation im Stile von, ja, der 80er Jahre Fernsehserie Dallas. Nein, ihr übernehmt eine Ölbohrfirma und euer Ziel ist es, möglichst viel Öl zu fördern und möglichst viel Geld zu scheffeln. Wir gehen mal rein ins Spiel. Übrigens hier wieder mit Original Amiga Ladezeiten. Hier sehen wir schon im Hintergrund den mächtigen Dollar und ich drücke jetzt einfach mal Enter, weil es steht ja da. Und nochmal, der Code ist richtig. Wunderbar! Anzahl der Mitspieler. Einer, wir alleine, das reicht. Unser Name. Jawohl. Passt. Jetzt können wir uns eine von vier Firmen auswählen. Die können wir leider nicht selbst benennen. Hier haben wir zum einen TransOil Corp, Explorer Inc., Interoil, All American Oil. Ich nehme TransOil Corp. Es gefällt mir einfach hier mit diesem Enterprise-Dreieck im Hintergrund. Jawohl. Dann können wir uns noch ein schickes Büro auswählen. Das hier sieht ein bisschen nach Arbeitszimmer aus von zu Hause. Nee, das wollen wir nicht. Oh, das sieht schon ein bisschen schicker aus. So, mit einem Kamin kann man immer gebrauchen. Das wirkt mir zu klinisch. Da gut mit dieser Weltkarte. Ja, okay. Und, ja, guck mal hier. Im Hochhaus mit Blick auf, weiß ich nicht, New York. Das nehmen wir einfach mal. Hat natürlich keinerlei Auswirkung, welches Büro man nimmt, aber nö. Das Auge spielt ja mit, sozusagen. Dann kann man sich das Spielziel auswählen. Bester nach 3 Jahren. Mehr als 60 Millionen Dollar Bargeld oder alle anderen Spieler ruinieren. Oder 80% Marktanteil. Jetzt für unser kleines Let's Show nehmen wir einfach mal 80% Marktanteil. Das ist nicht so schnell zu erreichen. Da kann man nämlich tausende von Ölfeldern kaufen und bis man das geschafft hat, Gottes Willen, da spielt es ein paar Jahre. Obwohl, vorher geht man allerdings pleite oder wird von den Computergegnern fertig gemacht. So, alle Einstellungen richtig, wir gehen rein ins Spiel. Hatte ich schon die Original-Amiga-Ladezeiten erwähnt? So, wir gehen mal alle Menüs durch, während hier dieses Flugzeug diesem Hochhaus verdächtig nahe kommt. Ja. Obwohl, er wird ja wohl drüber hinwegfliegen, oder? Könnte auch eine Ente sein. Ja, nee, ist ein Flugzeug, fliegt drüber hinweg, kein Problem. Wir gehen mal alle Menüs durch. Hier oben haben wir den Koffer. Der kommt zum Einsatz. Wenn eins unserer Ölfelder brennt, dann können wir einmal hier, leider brennt jetzt keine Quelle, kann ich es euch nicht zeigen. Das ist direkt einen Tag rumgegangen. wir können einmal Red Harry beauftragen, heißt er, glaube ich. Den gibt es in Wirklichkeit wirklich, der löscht wirklich Ölquellen, beziehungsweise den gab es damals, ob der noch lebt, weiß ich nicht. Den kann man dann beauftragen, das kostet, der löscht dann für uns die Ölquellen, oder man kann da auch hingehen und da muss man in einem kleinen Actionspiel die Ölquelle selber löschen. Ist billiger. Telefon können wir dann, ja, ist selbsterklärend, Anrufe aufnehmen, entgegennehmen. Hier können wir dann, das kann ich euch kurz zeigen, Detektivbüros anstellen. Da gibt es verschiedene. Hier so einen kleinen Hinterhof, Detektei. Hier schon ein bisschen Tocket and Crops, wer sie noch kennt. Crockett and Tubbs aus Miami Vice. Haha, nette Anspielung. Können wir einstellen. Oder hier so eine feine Gesellschaft, Harris and Sons. Oder hier Lambo und Co. vom Land. Ja, wie auch immer. Könnte man machen. Brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Bilanzen können wir uns ansehen. Wie gesagt, eine Wirtschaftssimulation und da verliert man sich später auch in Zahlen, obwohl es letztendlich nur darum geht, Ölquellen zu erschließen. Ihr werdet sehen, es ist nicht sehr tiefgängig, dieses Spiel, aber es macht Spaß, wenn man mal immer noch eine Runde weiterspielen, man will besser werden, mehr Geld scheffeln. Oder man kann auch, wenn man ganz, ganz fies ist, kann man nämlich, das wird der Computerspieler nämlich auch machen, irgendwelche Saboteure beauftragen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Preisklassen, die dann halt hingehen und den Computergegner sabotieren. Ja, erschießen jetzt nicht unbedingt, sondern eher so die Ölquellen einstecken. Hier oben auf der Weltkarte können wir weltweit alle möglichen Ölquellen einsehen. Hier oben sehen wir TransOil Corp. Wir haben 5 Millionen Dollar
Ich werde gleich hier anfangen im Mittleren Osten und werde dort eine Ölquelle uns kaufen. Aber man sieht die ganzen Regionen, wo man Öl erschließen kann. So. Dann gehen wir mal in unseren Computer. Hier haben wir dann auch verschiedene Optionen. Kaufen, verkaufen, man kann auch Öl bohren. Das muss man selber machen in einem kleinen Minispiel mit dem Joystick. Da darf dann der Bohrkopf nicht abbrechen, sonst ist die Bohrung vorüber. Das werden wir gleich sehen, das machen wir nämlich gleich. Expertisen kann man erstellen zu verschiedenen Ölquellen oder Statistiken wieder einsehen. Aber ich würde sagen, ich klicke jetzt mal auf Games hier, vielleicht können wir irgendwas zocken. Oh, der Guru-Fehler. Ja, wer kennt ihn nicht? Auch eine Anspielung auf den Amiga. Es ist übrigens die Amiga-Version, die ich hier zocke. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Die gab es auch für den C64, die Version. Aber wir spielen heute die Amiga-Version. Die gibt halt grafisch ein bisschen mehr her. Die Version gab es hier, glaube ich, auch. Beziehungsweise das Spiel gab es hier auch für den PC. In alter EGA-Grafik, CGA-Grafik. Ich glaube, VGA war es noch nicht. Von daher, forget it. Amiga ist die grafisch beste Version. Wir kaufen uns jetzt eine Ölquelle. Beziehungsweise erstmal ein Ölfeld. Wir gehen dazu in den Mittleren Osten. Zuallererst klicken wir auf irgendein Feld, welches wir kaufen können. Müssen wir nämlich erstmal 2 Millionen Dollar für eine Konzession hinlegen. Also jedes Mal, wenn man in ein neues Gebiet eine Ölquelle kauft, muss man diese 2 Millionen Dollar hinlegen. Gut, für die Region Mittlerer Osten, Nahe Osten, haben wir jetzt nochmal diese Konzession von 2 Millionen Dollar hingelegt. Und ich könnte jetzt großartig hingehen und irgendwelche Expertisen anstellen, aber ich würde sagen, wir kaufen jetzt einfach mal das Ölfeld hier. Quelle kaufen kostet uns knapp 1 Million, ja. Wollen Sie bohren? Ja, allerdings. Jetzt könnte man natürlich einen Spezialisten beauftragen, das kostet 2 Millionen, oder wir bohren selber. Und das werden wir jetzt auch machen. Dazu werden wir jetzt gleich schicke Musik im Hintergrund hören. Und dann jetzt los. Nach einer kurzen Ladeunterbrechung. So, ihr hört schon mal die Musik, aber der Amiga lädt noch im Hintergrund. Kann nicht mehr lange dauern und jetzt geht die Bohrerei los. Ihr seht hier oben rechts unseren Scanner und wir müssen mit unserem Joystick den Bohrkopf möglichst in der Mitte halten, damit er nicht abbricht. Die verschiedenen, die verschiedenen Erdstufen hier. Ich weiß gar nicht, ob mein Joystick funktioniert oder ob ich wieder irgendwie den falschen Port angeschlossen habe. Jetzt nicht feststellen, ist vielleicht nicht so günstig. Ja, ich mache mal ganz kurz eine kleine Pause hier. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder und ich hoffe, ich habe das Problem in den Griff bekommen. Wir konnten nicht erfolgreich bohren, also probieren wir es nochmal. Ach ja, das gehört uns bereit, genau, das war in einem anderen Menü. Ich würde mal gerne hier raus. Dankeschön. Ich hatte den Joystick-Port falsch zugeschaltet. Das hätte ich vielleicht mal vorher in einer Probeaufnahme testen sollen. Aber ich habe es natürlich nicht getan. Also gehen wir jetzt hier auf Bohren und versuchen das Ganze nochmal. Dadurch haben wir jetzt ein paar Tage und ein paar Dollar verloren. Aber gut. Ihr könnt sie ändern. Wollen Sie bohren? Jawohl. Wir beauftragen wieder keinen Spezialisten, obwohl es vielleicht besser wäre, so bei meinen Bohrfähigkeiten hier. Aber nein, wir machen selber. Und jetzt will ich mal hoffen, dass es jetzt besser wird, verdammt. Sollte eigentlich klappen. Ist nicht so schwer. So, ja, jetzt reagiert auch mein Joystick. Ich könnte jetzt verschiedene Geschwindigkeiten einstellen, aber ich belasse es jetzt einfach mal bei der Geschwindigkeit, denn der Boden hier ist doch nicht hart, obwohl ich meinen müsste, ich bohre hier in der Wüste, dass es da nicht so hart ist. Na, jetzt geht der Bohrkopf natürlich nicht so schnell voran, je härter der Grund ist, aber das macht nichts. Ja, ich könnte den Druck und die Geschwindigkeit erhöhen per Knopfdruck. Aber ich lasse das jetzt einfach mal und wir sind ja auch schon gleich da und dann sprudelt das Öl. Ah, oh, Vorsicht, jawohl, und da kommt es auch schon. Und dann plopp, wir sind auf Öl gestoßen. Perfekt. Schön, das hat 6 Tage gedauert, 120.000 Dollar hat es uns gekostet. Als nächsten Schritt müssen wir jetzt in der Region einen Tank kaufen. Dann nehmen wir den hier. Beziehungsweise das Menü und ich habe hier schon mal im Hintergrund bei mir, ich habe einen Lidl vor der Tür, einen Köter, der die ganze Zeit rumbellt. Ich hoffe, das hört man auf meiner Aufnahme nicht. Es treibt mich in den Wahnsinn, wenn hier jeder Hundebesitzer seinen Köter anleint und die dann hier ausflippen und die ganze Zeit rumbellen. Gott sei Dank gibt es da noch Köter, die erzogen sind. Nicht so wie das Mistvieh da draußen.
Entschuldigung, aber wenn ihr das den ganzen Tag, jeden Tag mitmachen müsst, dann flippt ihr irgendwann mal aus. Und ja, ich kann keine Hunde ab. So, wir kaufen jetzt mal, während im Hintergrund unser Telefon klingelt, einen von diesen wiederverwerteten Tanks, das sollte genügen. Jawohl. Jetzt haben wir jetzt eine Kapazität von 500.000 Barrel in der Golfregion. So, mal schauen, ob wir direkt auch Öl verkaufen können. Dürfte ja schon ein paar Barrel, dürften ja schon zusammengelaufen sein jetzt in den 1-2 Tagen. Eine Kapazität von 18, die verkaufen wir jetzt direkt mal. Ah, aber ist auch schon der Monat zu Ende. Naja, es hätte sich echt nicht gelohnt, 18 Barrel zu verkaufen. Damit kann man nochmal 10 Auto vielleicht voll tanken, mehr nicht. Jetzt macht der Computer seinen Zug, das steht ja auch da, das seht ihr. Und dann bekommt man so eine kleine Übersicht, wer wie viel Geld und festes Kapital noch hat. Hier unten läuft dann eine Laufschrift durch. Da steht dann, welche Firma was unternommen hat. Wir haben zum Beispiel eine Quelle gekauft und einen Tank. Die nächste Firma, All American, kaufte eine Quelle, einen Tank und so weiter und so fort. Das muss man sich nicht wirklich jedes Mal anschauen. Und wir gehen in den nächsten Monat rein und beantworten nochmal den Telefonanruf, während das Flugzeug schon wieder ganz nah hier an diesem Hochhaus vorbeikommt. Ja, und da ist es soweit. Ein Ölfeld brennt in der Golfregion. Stopp. Schnelle Hilfe erforderlich. Stopp. Ja, die brennt nicht aus Spaß und nicht von sich, sondern wir wurden direkt mal sabotiert vom Computergegner. Das geht in einer Tour so. Es ist also nicht ganz so einfach, dieses Spiel zu gewinnen. Egal. Ich würde euch jetzt mal gerne, oder ich mache das mal, ich zeige euch jetzt einfach mal diese Action-Sequenz, obwohl ich gar nicht mehr weiß, wie das funktioniert. Man muss irgendwie zu den Ölquellen rennen und dann dort Dynamit platzieren, während wir hier aus dem Flugzeug abspringen in Richtung Ölquellen, anstatt dass wir mit dem Flugzeug irgendwo in der Nähe von der Ölquelle landen und dann mit dem Auto zu den Ölquellen fahren. Nein, wir springen ab. Macht ja auch Sinn. Egal. So. Jetzt sehen wir gleich unsere brennenden Bohrtürme auf unserem Ölfeld. Da haben wir drei. Oben sehen wir irgendwie dieses Dynamit. Und wir dürfen natürlich auch nicht zu nah ran, sonst verbrennen wir. Ja, leider funktioniert das nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Oh, weg, 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 weg. Und, ja, explodier doch. Ja, das hat ja super geklappt. Da war die Quelle schon runtergebrannt. Man muss also ganz nah ran. Und ja, das bringt doch wieder nichts. Die Quelle ist doch vorher abgebrannt, bevor das Dynamit explodiert, oder? Los, 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 los. Los! Mach deinen scheiß Dynamit ein. Ja, schade. Ich glaube, das war jetzt nicht so erfolgreich. Ne, da steht's auch. Löschen erfolglos. 56% zerstört und damit eine eingeschränkte Förderung für 3 Monate. Na gut, da haben wir die Action-Sequenz auch mal gesehen. Dieser Red Harry hätte es wahrscheinlich besser in den Griff bekommen. Aber egal, wir haben noch 1 Million auf dem Konto. Und jetzt hoffe ich mal, euch noch die letzte Action-Sequenz zeigen zu können. Nämlich diese, wenn man dann Öl verkaufen möchte, dann muss man Pipelines zusammenbasteln. Ganz witzig und anspruchslos. Aber wir versuchen jetzt erstmal unser Öl zu verkaufen. Manchmal klappt es auch so und manchmal muss man halt manuell nachhelfen. Ja, da haben wir natürlich nicht sehr viel. 126 Barrel in der Golfregion. Ist ja total super. Das macht ungefähr 3 Dollar Gewinn. Dann verkaufen wir mal alles. Macht 1377 Dollar Profit. Ist natürlich lächerlich. Okay? Ja, Probleme beim Pipeline-Bau. Ihre Hilfe ist erforderlich. Jetzt kommt auch die letzte kleine Mini-Action-Sequenz, die ich gerade angekündigt habe. Ja, man kann sich Gott sei Dank vorher das Feld angucken. Wir müssen von unten rechts nach oben links bauen und müssen dabei den Pyramiden ausweichen und den anderen Bautürmen. Pyramiden in der Golfregion. Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Manchmal ist der Computer recht fix, aber das sollten wir schaffen. Das ist relativ einfach zu bauen. Die können sich ruhig überkreuzen, die Pipelines. Und da sehen wir, unser Öl fließt. Und damit haben wir 1377 Dollar mehr auf dem Konto. Ja. Öl kann man immer nur einmal im Monat verkaufen. Das haben wir diesen Monat getan. Und das wäre dann auch schon wieder im Prinzip das, was diesen Monat zu tun wäre. Viel mehr können wir nicht machen mit unseren 1 Million Dollar, die wir noch haben. Ja, ansonsten, mit dem Blick auf Raumschiff Enterprise hier im Hintergrund, würde ich sagen, eine Wirtschaftssimulation, All Imperium, die ich damals sehr, sehr gerne gespielt habe, die auch heute noch für ein ja, paar Runden richtig Spaß macht. Wir können uns mal auf die Zeitung klicken, die habe ich ja noch gar nicht gezeigt, die auch immer noch für ein paar Runden Spaß macht.
wenn ihr mal die Chance bekommt, das Spiel zu spielen, oder wenn ihr das mal spielen wollt, dann macht es. Es lohnt sich. Wer es nicht kennt, wie gesagt, für ein paar Runden macht es immer noch Spaß. Selbst heutzutage, es ist eine relativ anspruchslose Wirtschaftssimulation in dem Sinne, dass man nicht allzu viel zu tun hat. Aber allzu einfach ist das Spiel auch nicht, halt durch die Computergegner, die einen andauernd sabotieren. Wie gesagt, es macht Spaß. Wenn ihr wollt, zockt es mal. Ansonsten, ja, freue ich mich, dass ihr dabei wart. Quellen von Transol brennen, Super brennen wahrscheinlich immer noch. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr mir zugesehen habt und bedanke mich und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wünsche euch einen schönen Tag. Bye bye.